Yay! Happy, happy Halloween! Nein. Happy, happy, happiest moments, happy. Happy Peppy. Oder was? Wer hat sich den Quatsch eigentlich ausgedacht? Ich glaube, ich war das, ne? Happiest moment. Happy, happy. Mhm. Happy, happy Hippo. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Happy, ob man das überhaupt bringt. Oder nee, oder, was... wird man da so ja, happy? Ja. Gott, bin ich mal gespannt, wie die Sendung läuft heute. Gucken wir mal. Auf jeden Fall erstmal der Contest, ne? Das heißt, wer hat den happiesten Moment oder was? Nein, wir haben weniger als 100 Leute gefragt, was war dein happiest Moment beim Gaming? Ne? Oder wie war das? Mhm. War der glücklichste Moment, den du im Spiel je erlebt hast. Und darum geht es halt, ne? Um Erlebnisse im Spiel. Und die haben Folgendes gesagt. Also da muss ich sagen, da hatte ich auch richtig Freudentränen in den Augen, aber das war von der Story, vom Storytelling her. Und zwar war das Beyond Two Souls, das war damals, glaube ich, der Exklusivtitel der PlayStation 4, wo sie rauskam. Und das fand ich irgendwo schön, weil die ganze Story an sich sehr schön erzählt wurde. Oh, Dragon Age, der erste Teil, wo ich habe es ein paar Mal durchspielen müssen, aber als ich es dann geschafft habe, dass ich Alistair zum König gemacht habe und dann auch die Königin war mit ihm zusammen natürlich. Als ich Portal durchgespielt habe und den Abschlusssong gehört habe. Ich finde es immer schwierig, wenn man in diesen Superlativen sich aufhält, weil es gibt so viele glückliche Momente, wenn ich mal wieder einen Endboss geschafft habe, der mich vorher ewig genervt hat, zum Beispiel, das sind tolle Momente. Ich glaube fast das erste Mal, dass ich überhaupt ein PC-Spiel spielen konnte, also weil das war etwas völlig Neues, das kannte ich nicht und ich glaube, das ist ein Moment, den kann man so auch nicht wiederholen, der ist einzigartig. Oder wenn ich irgendwas rausfinde, wo ich gar nicht drauf gekommen bin, also vor allen Dingen, wenn ich was alleine rausfinde. Ich meine, mit einer Lösung kann jeder oder fast jeder ein Spiel durchspielen, aber wenn man alleine auf was kommt, das heißt, das Spiel ist zwar knifflig, aber nicht so unglaublich schwer, dass ich nicht mehr checke, wie es funktioniert. Und wenn ich dann rausfinde, ah, okay, jetzt, wenn ich den Typ nicht von vorne angreife, sondern um ihn herumlaufe und von hinten mal drauf schieße, da ist seine Rüstung deutlich schwächer und ich besiege ihn, das sind glückliche Momente einfach. Ja, was war dein happiest Moment denn? Happy, happy. Ah, okay. Das musst du ablesen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht und habe es mir wirklich schwer gemacht mit der Antwort dieser Frage. Ich habe keine Ahnung, ich muss erst mal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also deswegen habe ich unterschiedliche Beispiele rausgesucht, um zu beschreiben, im Endeffekt, was für mich der glücklichste Moment war. Ja. Also, die einfachste Antwort wäre eigentlich gewesen, der Moment, in dem ich Visage endlich durchgespielt habe. Das war nämlich das furchtbarste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ich habe mich so gegruselt. Es war so furchtbar schrecklich, dass ich mich wirklich dadurch gequält habe. Jetzt muss man sagen, an der Stelle bin ich vielleicht auch ein bisschen masochistisch, weil ich Gruselspiele liebe. Am liebsten, wenn sie jemand anders spielt. Und ich habe das gemeinsam mit einem Kollegen gespielt. Und das war wirklich hart. Und als endlich die Credits aufgetaucht sind, da war ich so erleichtert. Das war wirklich ein glücklicher Moment. Ich habe mir dann auch vorgenommen, ich spiele dieses Spiel nie wieder. Aber das ist natürlich so ein bisschen illegal, ne? An der Stelle habe ich es an einem bestimmten Moment festgemacht. Diesen Moment, den konnte ich wirklich fühlen. Aber eigentlich geht mir das in der Regel nicht so. Wenn Spiele enden, bin ich eigentlich eher traurig, wenn sie mir gefallen haben. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann ist auch nicht der glücklichste Moment. Also ist die Antwort eigentlich auf diese Frage, dass je länger ich darüber nachgedacht habe, dieses Phänomen sich so beschreibt, dass ich sitze zum Beispiel irgendwo in der Stadt und denke, oh, jetzt möchte ich so gerne weiter zocken. Kennt ihr das? So, oh, wie geht's denn weiter? Und ich freue mich auf heute Abend und ich möchte das jetzt gerne machen und bla und so. Und dann denke ich den ganzen Tag so latent darüber nach, wie sehr ich mich darauf freue, endlich weitermachen zu dürfen mit einem besonderen Spiel. Und dabei, da gibt's viele Spiele, bei denen es mir so ging. Und besonders ging's mir so bei Fallout 3 damals.
Aber es gibt auch noch ganz viele andere Spiele. Und dieses Gefühl ist eigentlich der glücklichste Moment beim Spielen für mich. Das Gefühl, wenn ich mich endlich, irgendwie die Kinder sind im Bett, irgendwie ich habe jetzt Zeit, ich setze mich dran, jetzt darf ich wieder. Jetzt ist mein Moment, wo ich endlich weiterspielen darf. Und das ist für mich der glücklichste Moment. Ja. Also ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht und bin gerade, während du geredet hast, und ich bin auch bei Bethesda-Spielen hängen geblieben, und zwar bei Skyrim. Und zwar Skyrim in VR. Tatsächlich am Ende irgendwie das Spiel durchgespielt zu haben, so, ne, und das wirklich geschafft zu haben, irgendwie oben auf dem Berg mit den Drachen da und diesen ganzen Kram, das fand ich wirklich krass. Das fand ich so krass, wenn du irgendwie in 3D da, in der 3D-Welt mit einer Brille auf und deinem Pfeil und Bogen, während Lydia da rumrennt und versucht irgendwie das Vieh zu plätten, ja, und du dann irgendwie mit Pfeilen auf das Ding schießt und so, das ist schon echt beeindruckend. Und das fand ich auch echt gut, so dann durch die Welt zu rennen und zu sagen, so, ich mache mir die Welt jetzt untertan. Ich bin das Drachenblut und ich mache jetzt irgendwie, oder Dragonborn oder wie der sich schimpft, ne, der Held oder die Heldin, das ist halt echt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war beeindruckend. Glücklichster Moment, ja, das ist halt immer so, was macht einen denn glücklich, ne? Glücklich ist, wenn eine Geschichte cool ist. Und wenn die Geschichte zu Ende ist, dann kriegt man so eine Melancholie eigentlich eher, ne? Genau, das ist eigentlich eher ein Downer, ne? Und, aber ich hatte zwischenzeitlich bei Days Gone so ein paar, wo ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Dings, ne? Viele haben gesagt, ach, das ist doch berechenbar. Ja, ist doch eine Geschichte, die ist doch belanglos. Die ist doch so vorhersehbar. Habe ich schon so oft gelesen. Und dann denke ich mir, ja, aber habe ich doch gewusst oder sowas, ne? Aber ich war wirklich mir nicht sicher, ob die Dinge dann passieren, so wie ich sie gerne haben wollen würde, dass sie passieren. Das haben die gut gemacht. Da kriegt man richtig Schiss zwischenzeitlich. Und dass es dann nachher tatsächlich irgendwie cool war, so wie ich es gerne haben wollte bei Days Gone, das hat mich glücklich gemacht. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Also das fand ich gut. War gut gemacht so, ne? Und deswegen, da muss ich sagen, wow. Das stimmt, das kenne ich auch. Ja. Also bei mir ging es da so bei Last of Us Teil 1, ja, am Ende, wo... 2 hatte ich nicht glücklich gemacht. Nein, 2 habe ich rumgeheult. Wieso bloß? Das war genau das Gegenteil. Aber bei Teil 1 war... ihr wisst ja, dass ich ein Fan bin von Happy End, ne? Und dass es am Ende tatsächlich gerafft hat, irgendwie... das fand ich total groß. Das fand ich gut erzählt am Ende. Und das fand ich auch. Das bei welchem Spiel jetzt? Last of Us 1. Last of Us 1. Ja, blöd. Nein, das fand ich jetzt tatsächlich gut. Ohne jetzt konkret auf das Erlebnis, also die es gespielt haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Das fand ich ziemlich cool. Und ja, deswegen so Erlebnisse innerhalb der Geschichte können sowas schon auslösen. Ne? So ein positives Gefühl, aber auch ein negatives. Ja. Das zweite, was jetzt zum Beispiel nicht unbedingt meins ist, was so ein Glücksgefühl erzeugen kann, danke, ist ein Erfolgserlebnis. Ich meine, Spiele können ja mehr als nur eine Geschichte erzählen. Und manchmal hat man da so eine harte Challenge vor sich. Also ich gucke immer sehr amüsiert den Leuten beim Elden Ring zocken auf Twitch zu. Und wenn die dann so richtig hart scheitern an irgendwas, das ist schon sehr amüsant zum Zugucken. Ich persönlich hab da eine Frustrationstoleranz, die ist so meh. Also das härteste, was ich hier in der Richtung gespielt habe, war Shadows of the Colossus. Oh ja. Weil ich auch leider zu spät gerafft habe, dass man die Echsenschwänze fressen kann, um seine Ausdauer zu erhöhen. Und deswegen war der Endboss echt 4 Stunden hart. Lang. Und oder so, da ne? war ich so frustriert. Also ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es niemals. Also muss ich das jetzt durchziehen und habe da stundenlang mit totalem Frust diesen Endgegner gemacht. Und als ich den dann irgendwann endlich geschafft habe, dann könnte man ja sagen, das war ein glücklicher Moment, war es aber nicht. Weil dieser Frust, den ich vorher hatte, so überwog, dass ich immer noch total wütend auf dieses Spiel war und diesen Moment nicht genießen konnte. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war. Und der Moment, wo ich gedacht habe, ach cool, du hast das Spiel geschafft, hat sich erst viel später eingestellt. Also das kann ich also nicht als glücklichsten Moment bezeichnen. Aber es mag ja Leute geben, die so eine Challenge so wegpacken und dann am Ende des Tages auch glücklich sind über ihre eigene
über ihren eigenen Erfolg an der Stelle, ne? Gerade dieses VR-Gespiele und so, das fand ich irgendwie, da war die erste 10 Minuten, sich das Ganze irgendwie ranzumpeln und hin und wursteln und das sitzt nicht alles richtig. Und dann kam so eine Zeit immer nach einer Viertelstunde Spielen oder so, wo ich sagte, boah, wie geil ist das denn? Du bist wirklich drin in dieser Welt. Das fand ich auch immer sehr bemerkenswert, so, ne? Das so gerade bei Fallout 4, als ich das VR-mäßig gespielt habe. Ist nur leider immer sehr viel Aufwand, aber gerade weil es so viel Aufwand ist und wenn man es dann auch wirklich hat und so, ne, dass das dann auch tatsächlich solche Glücksgefühle auslöst, ne? Und um alte Kamellen so rauszukramen, das muss ich auch immer wieder erwähnen, das ist hier Cybermage. Das fand ich auch ein super Spiel und dass ich das dann am Ende wirklich durchgespielt habe, das hat mich auch total umgehauen. Das fand ich toll. So, ne? Das war auch eins meiner Favorites. Das wurde mir verkauft als die Leute von Looking Glass, die System Shock gemacht haben, die würden auch hier mit dabei sein. Mhm. Das ist so der inoffizielle System Shock 2 oder so von den Looking Glass Leuten. Wurde mir damals irgendwie so verkauft. Und es ist im Grunde genommen relativ linear. Und du hast halt, du rennst halt irgendwie rum mit so einem Typen, der voll am Arsch ist und irgendwie nicht klarkommt und so und irgendwie seine Identität irgendwie nicht klar, wer bin ich, wie heiß ich, wo, das kennt ihr ja alle, ne? Und dann, naja, am Ende irgendwie, das fand ich auch super. Mhm. Das hat mich auch glücklich gemacht, sag ich mal, dass ich das tatsächlich auch geschafft habe. Ich kenne das überhaupt nicht. Ne? Das ist eine ganz alte Kamelle. Kann ich ja mal auflegen. Oh ja. Und können wir uns mal angucken. Die fand ich wirklich toll. Dass ich das geschafft habe. Das war aber auch nicht nur die Geschichte, sondern das war auch, dass ich es wirklich geschafft habe. Weil leicht war das nicht. Mhm. Ne? Dass ich das geschafft habe, durchzuspielen, das hat mich auch so, wo ich sage, boah, geil. Cool. Ging mir bei Soulbringer auch so. Mhm. Ne? Hier, Soulbringer habe ich auch schon mal öfter gezeigt. Das sind so die alten Sachen. Mhm. Ja, Competition, ne? Also gegen jemand anderes zu zocken und zu gewinnen ist natürlich auch ziemlich satisfying, ne? Mhm. Kann wohl Glücksgefühle erzeugen, so. Das ist richtig, ja. Aber ich bin nicht so der Multiplayer, muss ich ehrlich sagen. Wenn dann sowas wie Phasmophobia, wo man zusammen gegen den Geist spielt, das finde ich viel cooler als irgendwie den anderen besser als der andere zu sein. Wenn wir es da voll gerafft haben, freue ich mich auch. Also ja. So ist es nicht. Ja. Ne? Aber irgendwie gegen irgendjemand, ich habe jetzt so ein Battle gesehen, wo 2 Leute gegeneinander Tetris im Weltcup gespielt haben. Ne? Mein Gott. Ja. Das ist schon beeindruckend, was sie da machen. Ja. Ja. Wir haben heute eine Trophy Box. Oh, krass. Mhm. Ja, dann guck doch mal, was haben wir denn da? Ja, und zwar haben wir noch ein paar schöne Sachen gekriegt. Aus unserem THQ Nordic Store haben wir ein paar Sachen zugeschickt gekriegt. Und ja. Wir dachten, wir wollen euch das einfach mal zeigen. Und zwar haben wir hier einfach mal zum Gucken. Mal her. Das ja mal auspacken. Mhm. Ich weiß ja, was drin ist. Mhm. Unboxing. Das ist auch wirklich klassische Box, ne? So eine richtige Würfel. Box. So. Kann man anmalen. Ah. Da ist sie ja endlich. Da ist die schwarze Piranha-Walztasse. Geil. So. Ja. Das, da hätte ich auch gerne 10 von. Okay. Ja. Aber ich benutze ja gerade noch die Black Forest Games Tassen in der Firma. Auch schwarz und cool. Mhm. Schwarz ist immer cool. Schwarz ist cool, ja. So, dieser Beutel, in dem dieser Beutel ist auch, gehört auch zum Merch. Das ist ein Jute-Sack. Ja. Ne? Mit den Pflanzen von Magalan drauf. Also, da sind unsere Welt aus Elex 2, ja. Genau, da ist Ingwerblüte. So ein schwarzer Lotus und so weiter, Mana-Pflanze, Chili-Pflanze, die könnt ihr auch alle sammeln im Spiel und die sind auf diesem Jutebeutel. Mhm. Kann man mit einkaufen gehen. Und dann fand ich persönlich besonders cool, ist das hier. Absolut, ja. Ugh. So, da wiederholt es sich. Hab ich denn die andere aufgemacht? Vielleicht unten. Ja, das ist klug. So klug. Schlau.
Ich krieg das hin, warte. Ist aber auch hier, ich will das nicht zerreißen. Ich sag nix. Ich habe mir vorhin noch die Haare gewaschen, dann sind die Fingernägel immer so weich. Ach. So, jetzt aber. Ohne was kaputt zu machen. Haha. So. Ein Mauspad. Und das Schöne an dem Mauspad ist, es ist relativ groß. Riesig. Ja, das ist kein Mauspad, das ist Mauspad. Na, das ist schon monströs, ne? Genau. Ziemlich geil. Ja. Das ist ein schönes Artwork, was wir gebaut haben. Mit so einer Gummifläche hinten und mit einem Lila. Ich mag ja Lila. Ja. Sehr schön. Mhm. Das ist auch ganz cool. Ja, cool. Ist auch sehr stabil. Mhm. Ja, das war die Trophy Box. Ja, dann kommen wir zur pünktlich, oder wie ist das jetzt? Kriegt ihr übrigens im THQ Nordic Store, einfach am besten THQ Nordic Store bei Google eingeben, dann seid ihr sofort da, dann gebt ihr Elex 2 da ein und dann findet man diese ganzen Sachen. Da findet ihr auch noch von den anderen Spielen von THQ Nordic ganz viele Sachen und da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Vielleicht ist ja was für euch dabei. So. So, hast du noch eine Community-Frage? Ich sehe da eine, da. Ja, die Frage ist, wird es denn auch zu Elex 2 ein Taschenbuch geben? Ist nicht geplant. Nee, aktuell nicht. Nee. Hat es überhaupt schon mal ein Taschenbuch gegeben? Es gab mal, glaube ich, zur Risen-Reihe irgendein Buch. Irgendein Buch, ne? Ja. Irgendwas. Guck mal, siehst du, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Das stammt aber nicht aus unserer Feder. Nee. Das heißt, wir würden das nicht schreiben. Mhm. So oder so nicht. Weil wir sind ja gut eingespannt mit Geschichten zu schreiben zu den Spielen, die wir machen. Genau. Da fehlt einfach die Zeit, sowas auch noch zu machen. Ganz simpel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Tschö. So, das gehört mir.